So, da sind wir wieder zurück bei Blondie and the Gang. Moment mal. Das könnte der Titel eines Erotikfilms sein. Ach, was reden wir da? Ja, ich bin zurück bei Let's Play Spellforce Schnell. The Breath of Winter. Und in diesem Video werden wir uns vor allem um die drei Magier kümmern, Schnell. Die sich jetzt hier positioniert haben bei ihren drei Hütten. Da wollen wir doch mal schauen, was die von uns wollen. Die Waldläufer nehme ich natürlich mit. Wer weiß, ob wir am Ende noch Opfer eines Hinterhalts werden. Grimm und Lena sind natürlich auch wieder dabei. Ja, Blondie. Die etwas stärker werden könnte noch, aber da haben wir noch genug Zeit. Mich wundert's ein bisschen. Ach nee. Dunhan haben wir ja jetzt, richtig. Den können wir auch nochmal einordnen eben. Stufe 9 ist er schon. Er benötigt keine bestimmte Stufe, dass wir ihn einordnen können. Was war Dunhan? Da muss ich mir eben gucken. Große Klingenwaffen, weiße Magie. Große Klingenwaffen, am besten, na, da nimmt man eigentlich am besten den Dolch, würde ich sagen. Den kann er auch in einer Hand nehmen. Ja, den Dolch und das Schwert nehmen wir. Als Rüstung. Als Rüstung ist eigentlich am besten, auch wenn es lächerlich aussieht, gerade eine Robe. Würde ich fast sagen, weil die mehr Rüstungsklasse hat als Rüstung und Hose zugleich. Ja, und auch diesen Novizenhelm. Was haben wir denn hier für Ringe noch? Ringe, die ich nicht benutzen darf. Super, Stufe 8. Und das. Das sind alles so etwas hochklassigere Ringe, die Blondie noch nicht benutzen kann. So, reden wir mit dem Magier Gruulon. Ich komme wegen des Auftrags. Der Auftrag, richtig. Ihr sollt mir eine wertvolle Statue holen. Den Kriecherfetisch. Fetisch? Einen die Fetisch? Die Statue liegt in einer Truhe, die nur mit Hilfe von drei Steinen geöffnet werden kann. Ich habe einen dieser Steine. Die anderen beiden werden von Zoluwin, dem Weißmagier, und Renia, der Erdmagierin, bewacht. Renia hat Zoluwin gegen mich aufgehetzt und jetzt wollen mich die beiden hintergehen und mir meinen Stein rauben. Also, wenn ich etwas ehrlich bin, du wirkst ein bisschen das einfältig. Das darf nicht geschehen. Der Fetisch gehört einzig und allein mir. Mein Auftrag lautet, tötet Renia und Zoluwin, nehmt ihnen die Steine ab und öffnet damit die Truhe. Wenn ihr mir den Fetisch bringt, werde ich euch reich belohnen. Hier habt ihr meinen Stein. Okay, alles klar. Gut, dann haben wir schon mal seinen Stein zum Thema Fetisch. Ich wusste, dass das ein Erotikfilm wird. So, gehen wir zur nächsten Magierin. Ich würde sagen, wir bringen alle Magier dazu, uns den Stein zu geben. Und dann gucken wir am Ende einfach mal, ja, wem wir letztendlich helfen oder ob wir das Ding nicht vielleicht sogar selbst behalten. Wo war denn nochmal diese Truhe? Ich erinnere mich an eine Truhe, aber wo ist die? Das ist jetzt die Frage, gut. Nächster Magier, Renia, die Erdmagierin. Bei wem wart ihr? Bei Gruulun? Bei Zoluwin? Gleichgültig, beide sind Lügner, Diebe und Mörder. Bestimmt ja. Habt ihr den Auftrag erhalten, mich zu töten und meinen Stein zu rauben? Nein. Doch hört mich an. Wenn ihr für mich arbeitet, werde ich euch reichlicher belohnen, als Gruulun und Zoluwin es je könnten. Hier, mein Stein. Besorgt euch die anderen beiden. Dann öffnet die Truhe und bringt mir den Kriecherfetisch. Ihr findet die Truhe weit im Osten, dort, wo die Kriecher leben. Wir müssen wahrscheinlich an Wumpus vorbei, oder? Naja. Die ganze Sache scheint wesentlich einfacher zu sein, als ich gedacht hätte. Die händigen mir ihr Hab und Gut hier schon beinahe selbst aus. Ohne, dass ich irgendwas sagen muss. Na gut, wenn sie wollen, warum nicht? Gut, Lebensraub, Tod, Schmerz. Das ist alles noch nicht so super, wie ich es mir vorstelle, aber Blondie ist ja auch erst Stufe 6. So, was brauchen wir hier? Ich würde sagen, wir verlegen ein paar Punkte auf Stärke und Ausdauer. Den Rest auf Intelligenz und Weisheit. Da kann man auch noch zwei vergeben. So.
Solovin. Ihr habt bereits mit den anderen über den Fetisch gesprochen? Bestimmt haben sie euch viele Lügen erzählt. Ja, genau. Die Wahrheit ist, Gurlun und Renia haben sich gegen mich verschworen. Sie wollen mich ermorden lassen und meinen Stein an sich nehmen. Weil ihr mich gerettet habt, vertraue ich euch. Ihr habt ihr meinen Stein. Erbeutet die beiden anderen und bringt mir, was mir zusteht, den Kriecherfetisch. Dann werde ich euch reich belohnen. Okay, das ist tatsächlich genauso... Die Handlung ist genauso lächerlich wie von einem Erotikfilm. Wir haben es tatsächlich mit einem Erotikfilm zu tun. Ja, weit im Osten. Das dürfte... Hier hinter dem Tor irgendwo sein. Hier. Hier. Das ist die. Gut, das heißt, wir werden uns dahin begeben. Zusammen mit unserer Garde. Wir werden natürlich Wumpus einen Besuch abstatten. Denn wie ihr wisst, haben wir Wumpus noch nicht erledigt. Vorwärts! Und dann wischen wir doch mal den Boden mit ihm auf. Schnell! So, da der Weg doch etwas länger ist und ich nicht weiß, was ich die ganze Zeit quatschen soll, weil nichts Relevantes passieren wird, werde ich die Aufnahme eben stoppen und, ja, gleich weitermachen. Also, bis dann. So, da bin ich wieder bei Let's Play Spellforce The Breath of Winter. Wir werden jetzt mal versuchen, die Truhe zu öffnen. Anstelle von Schlüssellöchern sind in die Truhe drei seltsam geformte faustgroße Mulden eingelassen. So, dann setzen wir doch mal alle Steine ein. Passt genau, ist klar. Ja, alles passt rein. Wunderbar. Truhe ist nun offen. Wir müssen nur den Schlüssel durch die Mulde ziehen. So, was haben wir da? Den Kriecherfetisch. Sieht aus wie der Froschkönig. Und los! Der Froschkönig auf Ecstasy oder Uran. Sofort. Irgendwas komisches Leuchtendes. So, damit hätten wir schon mal den Kriecherfetisch und könnten eigentlich zu den drei Magiern zurückkehren. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, wem von den dreien wir jetzt letztendlich den Kriecherfetisch überreichen werden. Und ich nehme an, dass die anderen beiden noch nicht sehr erbaut sein werden über unsere Tat. Und sofort. Ich werde jetzt sowieso erstmal noch Wumpus erledigen. Ich hoffe ja, dass die Waldläufer stark genug sind, um sich mit dieser Mega-Spermazote anzulegen. Blondie ist im Kampf gegen solche Bestien vertraut, aber... Folgt mir. Die Waldläufer, weiß ich nicht. Theoretisch könnte man auch alle diese Kitar hier noch wegräumen. Einige davon sind relativ hochstufig und die würden viel Erfahrung bringen, aber... Das kostet dann auch wieder so viel Zeit. Vorwärts! So, da haben wir Wumpus. Schnell! Ich würde aber vorher gerne speichern wollen. Da ich irgendwie die... irgendwie das schlechte Gefühl habe, dass es wieder nach hinten losgeht. Attacke! Autsch, ich bin vergiftet. Tut doch was! Grimm, geh dazwischen! Sehr schön. Okay, gut. Haut ihn auseinander. Haut ihn schön auseinander. Drehen wir mal die Kamera ein bisschen, dann sieht man besser. Lebensraub! Wie? Der Zauber wurde abgebrochen. Ja, das gefällt mir besser. Ich glaube, Grimm wurde gerade getötet in Gänsefüßchen. Oder Anführungszeichen. Wumpus ist tot! Ich glaube es gar nicht. Wir haben Wumpus erledigt. Stab, der irgendwas... Skelett beschwören. Symbol der Astrologen. Helm der Grubenkämpfer. Blablabla. Nebelquarz. Zunge des Wumpus. Vorwärts. Oh Gott. Oh Gott, ich sterbe. Ich muss irgendwas tun. Für die Rune. Was ist, wenn ich nicht sterben will? Sofort. Ey. Und los. Kann ich irgendeinen von euch aussaugen wie ein Vampir? Toll. Wunderbar.
Wir haben ein bisschen Erfahrung verloren, ja, aber das soll nicht so schlimm sein. So, Waldläufer, ihr bleibt jetzt einfach mal da stehen. Das hat mich glücklicherweise genau dahin gebracht, wo ich hin wollte. Jetzt ist nur die Frage, wem geben wir das? Ich glaube Zolowin, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es gab da eine richtig gute Auflistung, von wem man am meisten kriegen würde. Also am meisten Belohnung. Da ich aber leider vergessen habe, wie genau das da aufgeteilt ist, nehme ich jetzt einfach mal Zolowin. Ist ein... einfach eine Geschmackssache. So, Skelett beschwören können wir jetzt auch noch. Schön. Und? Habt ihr den Fetisch gefunden? Ja, hier, in your face, da wo du ihn gerne hättest. Ja, hier. Ich übergebe ihn euch. Der Fetisch. Endlich. Er gehört mir. Würde. So, wie ich es mir gedacht habe, die werden jetzt als feindlich angezeigt. Ah, da kommen sie schon. Das wirst du büßen.